Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wir müssen noch weiter hier lang. Okay, hat funktioniert. Ich hatte gerade schon die Angst, dass ich ein bisschen zu langsam bin. Mit den Augen, aber hat funktioniert. Okay. Wie ging das nochmal? Auf jeden Fall haben wir hier unsere Platten zum Aufladen. Und ich glaube... Ja, okay, wir müssen den ganz wegschieben. Den einmal nach dort. Jetzt müssen wir uns nochmal so rumklonen. Nochmal horizontal ist das, ne? Ja. Oder? Ja. Glaub schon. Ich bin der Meinung, ja. Und jetzt fällt da wieder ein Schlüssel runter. Also war es doch richtig, erst links lang zu gehen und nicht rechts, nicht Mitte. Wir brauchen erst die beiden Schlüssel. Fallen! Und wir haben den zweiten kleinen Schlüssel. Damit können wir jetzt, soweit ich weiß, halt wirklich erst komplett weit kommen, wenn wir hier lang gehen. Oh, ups. Daneben gerollt. Schon wieder! Das gibt's doch nicht. Okay. So, ich glaube, hier unten lang gehen bringt noch nichts. Okay, da, achso, wir haben den Pfeil und Bogen schon ausgerüstet. Ah, okay. So. Hier dürfte die Karte dann drin sein. Genau. Sehr schön. Ich wusste es. So, gab es hier... Nein, noch keine Fake-Türen, alles klar. Genau, und hier haben wir jetzt verschiedene Wege, zwei verschiedene Wege. Die wir jetzt auch gehen müssen, um, glaube ich, irgendwas zu aktivieren. Pfeile, sehr schön. Zack. Zack. Oh. Jetzt kommt diese Hand auch noch. Nee, ey. Und hier haben wir, glaube ich, den Miniboss, oder? Oh Gott. Oh ja, auch noch so ein, Alter. Als ob. Okay. Ich glaube, die Hand kommt trotzdem runter hier, oder? Oh Gott, aua. Das war gemein. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Das war ein kleiner Miniboss. Der war eigentlich leichter als erwartet, muss ich sagen. Und die Hand kommt nicht runter. Okay, das ist sehr schön. Ich glaube, dann hätte... Ui, ich dachte gerade. Dann hätte es, glaube ich, noch ein... Wow! Dann wäre das nochmal einiges schwerer gewesen. Okay. Wir kassieren den Damage gerne. Oh, okay. Herzchen. Und hier... Ach genau, hier können wir jetzt erstmal eine Bombe legen, ne? Ja! Hier ist das Dungeon-Item, Leute. Bam! Maulwurfshandschuhe erhalten, damit kannst du graben wie ein Maulwurf. Sehr schön. Das ist ein cooles Item. Und zwar, wie ihr seht, können wir jetzt durch diesen Käse uns buddeln. Und ich glaube, zwischendurch gibt es hier auch nochmal... verschiedene Geheimnisse, aber ich glaube nicht in den Dungeon, oder? Nee, scheint nicht so. Aber ganz am Anfang gab es ja noch ein bisschen was. Das werden wir uns aber gleich erst holen. Was mussten wir hier machen? Ah. Okay, ich glaube, das ist... Oh. Ja, puh, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir gar nicht alle durchkommen. Ich glaube, das war eigentlich vorhergesehen, dass man das später irgendwie mit dem... Oh Gott. Geh weg. Eigentlich könnte ich mich von so einer Hand einmal catchen lassen, damit die uns zum Anfang bringt, aber... Ja. Lassen wir mal. Ja, ich glaube, man sollte da eigentlich mit den Pegasus-Stiefeln oder so lang rennen. Aber die haben das vielleicht ein bisschen zu sehr verlangsamt oder so. Ich weiß es nicht. So mussten wir jetzt... Nein, wir mussten uns, glaube ich, erstmal hier... Oder? Mussten wir hier einen Weg freimachen? Nein, aua. 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 Okay. Ach, genau. Warum gab es denn hier nochmal was mit dem Minish?
Ich glaube, hier sind drei Abstand zwischen, also müssen wir uns da und da klonen. Wir müssen die nämlich... Nein, gar nicht. Wir müssen die einmal hier oben raufschieben. Einmal hier unten. Und jetzt klonen. Wir müssen 1, 2, 3 Zwischenabstand haben. Genau. Und wir haben den Schlüssel. Stimmt, wir mussten erst hier als normaler kleiner Link lang gehen. Oha. Damit wir hier jetzt die Tür öffnen können. Und ich glaube noch was machen können, oder? Ne, da müssen wir uns zum Minish machen. Da müssen wir uns wieder groß machen. Das heißt, wir müssen hier jetzt noch einmal als Minish lang gehen. Und... Stimmt, hier kommen wir dann nicht durch, weil die Totenköpfe immer wieder da sind. Stimmt. Und das wird eine kleine Herausforderung, denn wir können nicht in diese Löcher, weil das zu tief für uns ist. Und deswegen kriegen wir da halt, wie als normaler Link auch, in größeren Löchern Damage. Und daher müssen wir hier durch die... Genau, in der Mitte von diesen zwei... Was sind das? Keine Ahnung. Stachelrollen. Einfach lang gehen. Jetzt kommen wir hier rein. Ich weiß gar nicht, was es hier gab, ich glaube. Weiß es nicht. Ach, ein Schlüssel sogar noch, okay. Wie ihr seht, sind da noch zwei, drei kleine Dinger. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Es könnte sein, dass hier irgendwo sich eine Schatztruhe versteckt. Nein, okay. Gut, dann brauchen wir den Schlüssel, wie es aussieht. Wusste ich gar nicht mehr, dass hier der Weg zwingend war. Ne, hier kommen wir nicht runter. Einmal hier runterfallen. Ich glaube, die Dinger können uns gar nichts anhaben, ne. Oh Gott, weg, 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 weg. Okay, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Okay. Puh. So. Oha. Und... Okay, da waren 50 Rubine drin? In so einem einfachen Krug? Lol. Weg, 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 weg. Okay. Oh, Fragment. Sehr geil. Das ist schön. Weg, 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 weg. Okay. So. Hier oben dürfte gleich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur der große Schlüssel drin sein. Und deswegen müssen wir hier uns auch auf der rechten Seite fallen lassen. Weil die große Truhe war auch auf der rechten Seite. Zack. Großen Schlüssel. Sehr schön. Und jetzt lasse ich mich einmal von diesen Dingern hier grapschen. Damit wir zum Anfang kommen, genau. Denn hier gab es ja auch noch einige Sachen zu holen. Durch diesen Käse. Und hier dürfte auch noch was sein, oder? Ja. Kommen wir nicht weiter, also ist hier eine Truhe mit einem Glücksfragment. Sehr schön. Was gab's hier? Aua. Oh. Hi. Okay. Okay. Auch noch eine Truhe. Das ist... Okay. Mit 80 Muscheln. Wow. Es ist... Ich bin begeistert. Ich... Ja. Doch. Meine Begeisterung kann man förmlich spüren. Boost. Ne, gab's hier auch was? Weiß es gerade gar nicht. Doch klar, wenn wir hier unten lang gehen, ne? Ja, okay, gut. So. Ein rotes Fragment, okay. Hier ist nichts. Das ist dieser Rubin-Kacker da. Der Troll. Was haben wir hier noch so? Sonst. Aua, nichts, okay. Haben wir jetzt hier. Ah, hier hatten wir noch was, genau. Zack. Aua. Aua. Geh weg. Und noch ein rotes Fragment. Alles klar, okay. So. Ja, lohnt sich nicht. Glaube... Obwohl, doch, klar. Das ist, geht, glaube ich, schneller. Oh, ich dachte, ich bin schnell genug. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir hier lang gehen, anstatt wenn wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Nein! Okay, lol. Wie sind wir hier gespawnt? Okay, akzeptiere ich so. Und einfach runterfallen lassen.
So, jetzt müssen wir aber nochmal die andere Seite abklappern, denn da war ja auch noch ein wenig Käse, der zergraben werden muss. Ich weiß halt echt nicht genau, was das darstellen soll. Halt irgendeine, wahrscheinlich Schlamm oder so, wahrscheinlich so, schätze ich. Aber für mich sah es damals immer aus wie Käse. Fragt mich nicht, warum. Für mich hat es so, weiß ich nicht, Käse. Es sah aus wie Käse. So, einmal noch ein rotes Glücksfragment, sehr schön. Und, oh. Das hatte ich ganz vergessen, dass hier was ist. Au. Noch ein rotes Glücksfragment, okay. Und dann würde ich sagen... Geronimo! Von einem Loch in ein Loch fallen, das ist auch... ein bisschen bitter. Aber naja. So, jetzt können wir hier unten lang gehen. Hatten wir auch schon genau das hier gerade gesehen. Das heißt, wir müssen ja, diese dicke Statue auf den Schalter schieben. Und haben ein weiteres Glücksfragment. Wir haben so viele Glücksfragmente bekommen gerade. Oder seitdem wir hier unterwegs sind. Das ist unglaublich. Das war ein schwieriges Rätsel und wir haben keine... Wir haben eine Fee, das ist okay. Okay, hier kriegen wir, glaube ich, nochmal, ne? Ja, Herzchen, aua. Okay. Zack. Zack. Was? So. Okay. Gut. Auf zum Boss. Oh. Okay. Bin der Meinung... Konnten wir die nicht... Konnten wir die auch so angreifen? Nein, konnten wir nicht. Okay. Aua. Okay, die erste Hand ist down. So. Genau, wir müssen die Augen der Hände angreifen. Dann die Hände zerstören. Oder außer Gefecht setzen. Und dann als Minish hier rein. Und dann haben wir... Ja, so ein Auge da drin, sag ich mal. Oh Gott. Okay. Nein, 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 nein. So, und jetzt, ab jetzt brauchen wir die Maulwurfshandschuhe. Denn wir müssen uns hier durchgraben. Hier ist er. Oh, wie ich erkennen konnte, dass rechts und links keiner ist, das sieht man am Rand. Also man sieht. Hm? Man sieht auch, ob da so ein Viech ist oder nicht, wenn man einfach nur die Ecke von dem, von der Säule, sag ich mal, kaputt macht. Kann ich mal... Mano. Ah, okay. So. LOL. Den Laserstrahl kannte ich gar nicht als Angriff, aber okay. So, Maulwurfshandschuhe. Wenn wir das jetzt schaffen, perfekt. Was? Das ist unfair. Hier ist er nicht. Nein. Hier ist er auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Als ob er hier ist. Okay. Wir haben es geschafft. Wir hatten echt viel Zeit, merke ich gerade. Das war gerade unlucky, dass er wirklich an der letzten Säule war. Aber das war der Boss. Ziemlich simpel eigentlich. Muss ich sagen. Und hier... ein weiterer Herzcontainer, Leute. Somit haben wir 3, 6, 9. 9. Und... ist hier das Element? Hä? Wir sind das Volk des Windes. Seit langem haben wir mit dem Wind... leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg. Oh. Oh. Ocarina des Windes erhalten.
Flugs von A nach B. Flugs? Flux wahrscheinlich so. Weiß nicht. Was ist denn das? Hier ist gar kein Element. Es sieht so aus, als hätte hier früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Naja, lassen Sie lieber weggehen. Alles klar. Wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens einen Hinweis. Mit der Hilfe der Ocarina werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir nun das nächste Element. Alles klar. Wir haben in dieser für diesen dritten Dungeon insgesamt 4 neue Gegenstände bekommen, Leute. Mit dieser Ocarina können wir uns jetzt halt beamen. Und ich würde sagen... Was ist denn hier? Haben wir da ein Windmal aktiviert? Oh nein! Aha, diese Rätsel auf Malibai. Das sind Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt uns zu den Windmalen, die wir kennen. Hast du das verstanden, Doki? Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Hab ich doch gerade. Was ist denn mit dir, Ezelo? Gehen wir mal hier rein. Denn der will einen Fragment vereinen. Ja. Und wir haben es sogar. Oh, wir haben es. Und ich bin der Meinung, das zweite Glücksfragment, was hier mit dem vereint wird, ist ein ziemlich geiles. Das ist... Ah, okay, da ist das. Das passt ja wunderbar, hoffentlich. Ja. Nanu, ein Gast? Welche seltene Ehre. Wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ich weiß fast alles. Wie? Du willst in den Tempel, den man vom See aussieht? Es gibt einen Minish, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er heißt Lextra und lebt in der Bücherei in der Stadt. Die Bücherei müsste bald aufmachen. Geh doch mal hin. Okay, mach ich. Willst du noch ein Fragment vereinen? Nein, okay. Stimmt, jetzt kommt ja die Zeit... Der ätzenden Quest. Das ist halt echt eine ätzende Quest, ey. Oh, hasse diese Quest. Okay, Schule ist, wie es aussieht, immer noch. Hallo? Nee, kein Fragment, schade. Du Fragment? Nein. Du? Ja! Hallo, Marin. Marlon hieß sie. Genau. Kam ich noch Marin? Links zu Awakening, stimmt. Okay, das dürfte... Wo ist das? Es ist auf dem Weg zu den Minisch... Zu dem ersten Minischdorf, ne? Dorf. Ah. Sehr gut. Und die Bücherei hat jetzt offen. Sehr schön. Allerdings... Gucken wir mal hier. Hallo? Kein Fragment. Okay. Hätte sein können. Wir gucken erstmal, ob wieder irgendwer Fragmente vereinen will. Das ist erstmal unser... Ja, unsere jetzige Quest. So, was ist mit euch Handwerkern hier drin? Oh, ja. Da. Sehr schön. Passen perfekt zusammen. Ja, Mann. Das ist in der Lohnlohnfarm, oder? Ja. Auf der Lohnlohnfarm, okay. Keins. Du auch, okay. Das haben wir auch. Zu Genüge. Was ist zu Genüge? Auf jeden Fall ein paar. Der Bad ist aber auch bald zu Ende. Ich mache noch ein paar Fragmente. Würde ich sagen, hier kommt, glaube ich, auch eine Truhe, ne? Ja, okay. Sehr schön. Du? Auch noch. Alter. Das haben wir auch. Ein blaues diesmal. Blau ist auch selten. Irgendwie habe ich das Gefühl. Das will kaum wer vereinen. Das ist... Ah, okay. Das ist oben beim Schloss in der Nähe, glaube ich. Ja, genau. Okay. Sehr schön. Schon mal erfolgreich ein paar Fragmente vereint. Was ist mit dir? Du willst keins, okay. Ja, ich glaube, Soldaten wollen von Natur aus keine vereinen. Bin ich der Meinung. So, mit dir hatten wir schon. Du hattest auch nichts, genau. Hier, willst du wieder? Nee, okay. Dann nicht. Du willst auch nicht. Können wir hier jetzt rein eigentlich? Ja! Eine. Ja. Sehr schön. Zu Farore, Dean und Nairu kommen wir auch noch irgendwann. Stimmt. Das startet ja erst die Quest, genau. Jetzt kommt nämlich dieser Makler. Ja, jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Was?
Ohne das Haus zu vermieten? Okay. Hallo Dean. Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Endlich sind wir da. Ganz schön große Stadt hier. Ja. Immer im Hotel wohnen ist auch nicht das Wahre. Ja, das stimmt. So, hallo. Er will auch ein Fragmentverein, okay. Hier waren wir ja bisher noch nie drin, ne? Nein, nö. Falscher Knopf. Falscher Knopf. So, was macht das Fragment? Schatztruhe? Nee, oh! Stimmt, diese goldenen Creeps gibt's ja auch. Die geben ihm ganz, ganz viel Geld. Der König benimmt sich in letzter Zeit unmöglich. Neulich waren Soldaten in meinem Haus, die mir das, die von mir das Force haben wollen. Okay. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter, stimmt. Hallo. Okay, nichts. Nee, hier sind keine Leute drin, stimmt. Und du willst auch nicht. Aber was hast du zu sagen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Okay. Ja, die Frau verkauft uns nur ein Zimmer. Also die müssen wir nicht anquatschen. Oh, du willst. Nice. Haben wir das noch? Ja, wir haben es noch einmal. Okay. Ah, okay. Der zweite... ja, was ist das? Brunnen? Ist jetzt auch... aufgelöst. Sehr schön. Das heißt, im Schloss haben wir jetzt beide Brunnen aufgelöst. Das ist schon mal gut. Willst du ein Fragment fallen? Nein. Du. Nein. Du hier... Hier ist keiner drin. Oh. Liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan. Oh. Hallo? Ah, hallo. Ja, mit euch hatten wir auch schon geredet, alle, ne? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt was Neues sagen. Ah, okay. Das ist hier links vom... Ja, oben links. Links unten vom Schloss aus, glaube ich. Ne, von unserem Haus. Oh. Ups. Okay, der will nicht. Mehr können wir hier jetzt erstmal nicht machen. Du willst auch was von uns, ne? Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut, würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Ja, ich kenne Leute. Dazu kommen wir aber später erst. Das machen wir in der nächsten Folge. Zu der... Oh! Der hat was Interessantes. Hallo. 600, alles klar. Großer Pfeilköcher. Eieieiei. Der ist teuer. Und jetzt hat er noch 30 Pfeile, okay. Ich glaube, den anderen Pfeilköcher kriegen wir auch noch später. Den gibt es später. So, oh, du willst auch ein Fragment fallen? Sehr schön. Haben wir nicht mehr? Nein. Du? Auch nicht. Nee. Nee, okay. So, dann war es das eigentlich erstmal. Das ist noch der kleine Junge. Oder hier könnten wir noch nachfragen. Nein. 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 Ja, das haben wir. Und dann ist der Part auch vorbei. Das ist ganz schön Überlänge. Links oder die Blume? Okay, die Blume. Okay. Jetzt kommt hier so ein kleines Blatt. Womit wir jetzt mindestens da hinten zum Loch fahren können. Jetzt müssen wir... Das klappern wir alles später ab, Leute. Alles so zum Ende hin, sag ich mal. Okay, du wolltest auch. Okay. Oh, blaues. Über blaue freue ich mich immer. Die haben ja immer so viel. Und da gibt es immer so... da gibt es so wenig Leute, die das vereinen wollen. Okay, hier kommt eine Wasserstelle. Oder eine Landstelle. Genau. Das ist links vom Schloss, richtig. Hier, was willst du? Ein grünes, das haben wir sogar noch, ja. Heieieiei. Da kommt auch ein goldenes Viechchen, ne? Ja. Ich glaube, es gibt 4 davon. Bin ich der Meinung. Ich glaube, insgesamt 4. Und kommen wir hier oben jetzt eigentlich rein? Ja. Da kommen wir aber später zu, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... das nächste Mal wieder. Haut rein!